Guten Abend. Sie haben uns ja was Tolles mitgebracht. Ich hoffe. Das ist ja schön. Sagen Sie was drüber. Das habe ich geerbt von meiner Adoptivmutter. Und die wiederum hat es von ihrer Schwägerin geerbt, die ein Antiquitätengeschäft hatte in München am Rindermarkt. Und wie das aufgelöst wurde, hat meine Adoptivmutter mehrere Sachen da gekriegt. Na, das ist ja sehr schön. Die hat sie Ihnen dann vererbt? Die habe ich jetzt alle, ja. Also, das ist ein Satz Kannen aus Silber, die ganz selten noch so zusammen sind. Das kommt also nicht so oft vor. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden Tee, Kaffee und Schokolade aus dem höfischen Bereich auch für die Bürger erschwinglich. Und die ganz reichen Bürger haben sich dann aristokratische Dinge machen lassen. Und hier haben wir es mit einem Satz höchstwahrscheinlich bürgerlicher Kannen zu tun, weil das Adelswappen fehlt. Bei den Dingen, die für den Adel gemacht worden sind, meistens auch die Wappen drauf. Es ist eine Kaffeekanne, eine Milchkanne und eine Teekanne. Schauen wir uns das mal an. Es ist die Form, die in Augsburg in der Mitte des 18. Jahrhunderts ungeheuer beliebt war. Nämlich die gedrehten Gaudronen, die sich so schwingen, die ganz schmale Tülle mit der Klappe, damit der heiße Dampf nicht entweicht, dass es ganz heiß bleibt, mit einem Deckel, der mit einem Klappscharnier zu bewegen ist. Da haben wir hier den Daumenrast, wo man das eben mit dem Daumen nach oben machen kann. Und oben haben wir noch eine gegossene, sehr schöne Frucht. Der Fuß ist ausgeschnitten und leicht ansteigend unter diesem bauchigen, balusterförmigen Gefäß. Die Henkel sind sehr schön geschnitzt. Es ist eine traumschöne Sache und wir gucken jetzt mal nach, ob es auch sich um ein Stück aus Augsburg handelt. Wir haben hier die verschiedenen Punzen. Einmal haben wir den Tremolierstich, der die Probe ist, ob das auch wirklich gutes Silber ist. Danach kam der Stadtstempel rein für Augsburg von 1746 bis 60. Und hier haben wir den Stempel von Johann Georg Klosse. Das ist einer der berühmten Silberschmiede, dessen Kannen eine wirkliche Eleganz und Schönheit zeigen, die er besser konnte als alle anderen, obwohl die anderen auch diese gedrehten Formen gemacht haben. Hier kam der Kaffee hinein, aber man trank den Kaffee damals mit sehr viel heißer Milch. Dafür gibt es die zweite Kanne. Sie entspricht der ersten total. Und wir haben dann wieder die Marken auf der anderen Seite. Und das ist jetzt sehr interessant. Hier haben wir einen anderen Meister. Und zwar ist der andere Meister Johann Christoph Eckardt in der gleichen Zeit. Nun fragt man sich, warum zwei Kannen mit zwei Meistern? Es ist oft so gewesen, dass der Klose war sehr beschäftigt, wahnsinnig beschäftigt. Alle wollten was von ihm. Und da haben die wieder untereinander einem befreundeten Meister, der es gut konnte, haben es weitergegeben, haben sich etwas zuarbeiten lassen. Jetzt ist etwas ganz Seltenes, dass auch die Teekanne noch da ist. Die Teekanne hat wieder den gleichen Meister wie die Milchkanne. Also die beiden sind zusammengearbeitet worden. Sie folgt dem Prinzip der anderen Kannen, auch wieder mit dem schönen Abschluss dort oben. Aber was fehlt, ist dieser Fuß. Die Kanne ist unten glatt. Können Sie sich vorstellen, warum? Nein. Weil auf so einem Stöffchen dann draufgestellt worden ist, oder? Fast richtig, ja. Sie merken ja, wie klein die Kanne ist. Hier kann man, weiß ich, für 6 Personen den Kaffee drin haben, nicht? Aber Tee, das sind zwei höchstens 3 Tassen, nicht? Man hat den Tee immer als Teesud gemacht und hat also einen Extrakt hier drin gehabt. Und das stand oben auf einer Heißwassermaschine. Deshalb ist es ganz flach. Es ist ein sehr schönes Ensemble, was Sie bekommen haben.
Vom Wert her wird man für alles zusammen sicherlich einen Schätzwert zwischen 5.000 bis 6.000, 7.000 Euro ansetzen. Schön. Ja. Das kommt nun daher, einmal der Meister, dann natürlich auch die Zeit, das Ensemble und eben auch, dass es Original Augsburg ist. Gut, vielen Dank. Danke.